Die Weihnachtskrippe mit Jesus, Maria und Josef und einigen Tieren im Stall, dieser Anblick ist den meisten von uns vertraut, schon seit vielen Jahren. Aber heute ist dieses heilige Bild zu einem Ziel von Angriffen geworden. Und ich denke an die Krippen, die zu Beginn dieses Jahrhunderts an verschiedenen Plätzen zu sehen waren. Man sah sie damals öfter als heute. Doch nach und nach verschwinden die Weihnachtskrippen, weil einige Menschen sich beschweren. Sie stören sich daran. Eins der wichtigsten Ereignisse in der Geschichte der Menschheit wurde zu einer Zielscheibe von Menschen, die Gott hassen, Religion hassen, Agnostiker oder Atheisten sind. Anschließend wurde es ein politisches Thema, sodass man heute immer weniger Weihnachtskrippen sieht, mit Maria und Josef, Jesus und den anderen Krippenfiguren. Sie gehen also vor Gericht. Sie tun alles Mögliche, um die Weihnachtskrippe loszuwerden. Aber überlegen Sie, die erste Krippenszene geht auf Gott zurück. Und egal, was andere sagen oder tun oder beschließen, die Folgen dieser Krippe werden noch hier sein, wenn Jesus wiederkommt. Ganz gleich, was Menschen tun. Und es ist wichtig zu verstehen, was wirklich an diesem Ort geschah. Es gibt heute im ganzen Land Weihnachtskrippen, unabhängig davon, was Menschen tun wollen. Ich möchte also, dass wir uns das genauer ansehen, denn es gibt da mehr als einfach Maria und Josef und die Hirten, die dazukamen. Und wenn man das sieht, sagt man schnell, das kennen wir schon lang. Aber was bedeutet diese Krippe? Sie erinnert an ihre Erlösung, dass sie keine Angst vor dem Tod haben müssen. Sie ist eine Erinnerung daran, dass ihr Name im Buch des Lebens steht und dass sie nicht wegen irgendetwas, das sie getan haben, Heilsgewissheit haben, sondern weil sie auf die Wahrheit der Botschaft des Evangeliums geantwortet haben, die mit dieser Szene begann. Und das wird deutlich, wenn Sie sehen, was die Bibel über Jesus sagt. Ich möchte mit Ihnen den Kolosserbrief ansehen, Kapitel 1, weil in diesem ersten Kapitel wunderbar beschrieben wird, worum es bei der Krippe geht. Paulus spricht von Jesus. Indem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Das heißt, das Baby in der Krippe war das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Und dann geht es weiter, und er ist, nicht wahr, er ist vor allem, und es besteht alles in ihm. Das heißt, in dieser Krippe lag ein Baby, auf das das alles zutraf. Menschen lehnen die Weihnachtskrippe ab. Diese Krippe ist eine Darstellung von dem wichtigsten Ereignis, das jemals geschah, bis zur Kreuzigung und Auferstehung. In der Bibel steht, und er ist nicht wahr, er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, auf dass er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott gefallen, alle Fülle in ihm wohnen zu lassen. Und durch ihn alles zu versöhnen zu ihm hin, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Die Krippe erinnert an dieses Geschehen. Diese Verse sind eine wunderbare Beschreibung von Jesus Christus. Vielleicht sagt jemand leicht dahin, stell diese Weihnachtskrippe weg.
oder das ist nur religiöser Kram. Nein, es ist nicht religiös. Es ist die Wirklichkeit. Alles an diesem Geschehen ist heilig für Menschen, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Für Menschen, die anhand der Bibel sagen, der Grund, warum ich gerettet bin und mein Name im Buch des Lebens steht, ist, weil Gott als Baby zur Erde kam, sein Leben am Kreuz hingab und meine ganze Sündenschuld bezahlte, ehe ich geboren wurde. Überlegen Sie. Unsere Namen stehen im Buch des Lebens. Bedenken Sie, das ist nicht unser Verdienst. Denken Sie daran, dass Gott Ihnen Ihr Leben gibt und Sie mit seinem Segen beschenkt und Ihnen Ihre Sünde vergibt. Und Ihr Name steht im Buch des Lebens. Niemand kann sich irgendetwas davon selbst zuschreiben. Wenn wir also Weihnachten mehr geben könnten als uns selbst, sollten wir das tun. Und wenn wir andere beschenken, erinnert uns das daran, dass wir das größte Geschenk bekommen haben, das Geschenk von Gottes Sohn. Er ist der Erlöser, Herr und Meister und die Hoffnung auf eine ewige Zukunft im Himmel. Überlegen Sie, die Umgebung sagt nichts über den Wert eines Menschen aus. Jesus wurde nicht in einem Palast geboren. Sollte der Sohn Gottes nicht in einem Palast zur Welt kommen? Nein, er lag in einer Krippe. Es kommt also nicht auf die Umgebung an. Bethlehem war eine unbedeutende Kleinstadt und niemand, der in einen solchen Stall ging, hätte damit gerechnet, dass Gott dort lag. Niemand würde glauben, dass der heilige Gott als Baby zur Erde kommen würde, von einer Jungfrau geboren. Das Interessante daran ist, dass wenn Menschen sich über die Jungfrauengeburt lustig machen und sagen, das ist unmöglich, wir entgegnen können, das stimmt, es ist unmöglich. Aber das wäre ein Wunder. Ja, es ist ein Wunder, weil Gott auf eine Weise wirkt, die Menschen nicht verstehen können. Gott kam als Baby zur Erde und wuchs wie jeder andere kleine Junge heran, nur dass er sündlos war und eines Tages sein Leben hingab, damit wir ewiges Leben haben. Kann man das erklären? Nein! Und ich glaube, Menschen stören sich an der Krippe, weil das so unbegreiflich ist. Sie können es nicht erklären. Ihr Stolz steht ihnen im Weg. Sie verstehen nicht, wie ein Baby ihnen ewiges Leben geben kann. Sie verstehen Gott nicht. Es gibt also viel, wofür wir dankbar sein können. Und wenn ich solche Menschen treffe, rege ich mich nicht auf. Sie tun mir ganz einfach leid. Denn sie können mit ihrem Verstand alles Mögliche erklären und erfinden. Doch sie können sich nicht vorstellen, dass Gott ein Baby wird. Jesus, der Sohn Gottes, der an einem Kreuz stirbt, auferweckt wird, zum Vater zurückkehrt und unsere Namen ins Buch des Lebens schreibt. Das verstehen Sie nicht. Ich verstehe, warum Sie es nicht verstehen. Ein Grund ist, dass Sie es nicht verstehen wollen. Wenn ich an Sünde festhalten will, will ich das natürlich nicht glauben. Ich verstehe also, warum Sie so töricht sind, dass Sie nicht die Tatsache bedenken, dass Jesus Christus wirklich geboren wurde und die Tatsache, dass er wirklich unter den Menschen lebte und dass er wirklich an einem Kreuz starb, um uns von unseren Sünden zu retten. Dass er wirklich von den Toten auferstand und zur Rechten des Vaters sitzt als Richter der Menschheit. Wollte ich nicht leben, wie es Gott gefällt, würde ich das nicht glauben wollen. Aber es ist die Wahrheit. Und was Sie verschmähen, ist Ihre einzige Hoffnung auf ewiges Leben. Seien Sie also klug. Überlegen Sie, wenn es die Wahrheit ist, was bedeutet das für Sie? An Weihnachten geht es nicht um Geschenke, um Essen, um Vergnügen. Es geht um Gott, um Jesus, um das Kreuz, um die Auferstehung, um Hoffnung, um Gewissheit. Wenn Jesus nicht der Sohn Gottes war, wenn er nicht am Kreuz als Sühnopfer für unsere ganze Sündenschuld starb, ist es bedeutungslos. Aber Gott sei Dank,
Das alles ist die ewige Wahrheit Gottes, vorbereitet vor Grundlegung der Welt. Weihnachten ist also eine bedeutsame Zeit, viel wichtiger als Menschen annehmen. Und ich denke außerdem an die Tatsache, dass Gott seine größte Offenbarung in solch einer niedrigen Weise macht. Überlegen Sie, er hätte Jesus zu einem großen Herrscher machen können. Er hätte Jesus zu einem großen König machen können. Es gab Könige, Herrscher und andere wichtige Menschen. Aber was machte Gott? Er schockierte die Welt. Jesus stand vom Grab auf. Und wenn wir ihn als Retter annehmen, verändert Gott unser Leben. Und wenn jemand fragt, woher weißt du, dass du gerettet bist, können sie es erklären. Sie haben Gewissheit. Warum? Weil es der allmächtige Gott versprochen hat. Wir haben eine Beziehung mit Jesus und mit dem allmächtigen Gott. Alles wurde in dem Moment anders, als Jesus Christus von der Jungfrau Maria empfangen wurde. Und sein Leben veränderte von da an alles. Jesu Geburt war ein einmaliges Ereignis, das alles veränderte. Und wer klug genug ist, Christus als Retter anzunehmen, hat die Zusage des ewigen Lebens. Und ich denke daran, dass Gott das alles einem Haufen Hirten offenbarte. Er macht so manches, mit dem wir nicht rechnen. Überlegen Sie, wegen ihm können Sie in den Himmel, und das nennt er wiedergeboren werden. Gott macht es so einfach, dass wir nur unsere Sünden bereuen und bekennen und an dieses in Bethlehem geborene Baby glauben müssen, das Zimmermann wurde, glauben an Gottes Sohn, den Messias, der zu Rechten des Vaters sitzt. Gott machte es so einfach, damit wir verstehen, wie man gerettet wird. Überlegen Sie, Jesus sprach nicht über die Köpfe der Menschen hinweg. Er benutzte Beispiele, die seine Zuhörer verstanden. Jesus sprach von Schafen. Er redete über Leben und Tod und über Beziehungen. Er half uns verstehen, wie Gott denkt. Denn er war Gott in Menschengestalt. Gott machte es uns nicht schwer. Sie sagen, ich verstehe aber nicht alles, was in der Bibel steht. Vermutlich müssten wir alle sagen, dass wir manches nicht ganz verstehen. Wir verstehen Wunder nicht wirklich, wenn wir nicht bereit sind einzugestehen, dass Gott die Macht hat, Wunder zu tun. Gott macht es also möglich, dass selbst ein Kind versteht. Und ich denke an einen Morgen, als Becky 5 war und sie mich nach dem Frühstück fragte, Papa, betest du mit mir? Ich will Jesus als persönlichen Retter annehmen. Sie war 5. Mein erster Gedanke war, Becky, verstehst du das? Ich sprach also mit ihr und sie versicherte mir, dass sie verstand, dass Jesus am Kreuz für ihre Sünden starb. Stellen Sie sich eine 5-Jährige vor, die um Sünde besorgt ist. Sie wusste, dass wenn sie ihre Sünden bekennt, sie gerettet wird. Wir waren diese Woche zusammen und sie sagte, ich weiß noch, wie wir vor meinem Bett knieten und ich Jesus bat, in mein Herz zu kommen. Daran zweifelte ich nie. Denken Sie an die Welt und Ihre ganze Weisheit. Dann denken Sie an Gottes Tun. Er machte es möglich, dass Kinder und auch Erwachsene genug über Vergebung verstehen, um zu beten und ewiges Leben zu bekommen in jungen Jahren. Überlegen Sie, wie kompliziert vieles heute ist. Computer zum Beispiel. Vieles daran ist so schwierig. Doch Gott machte das, was für unser Leben am wichtigsten ist, sehr einfach. Wenn du deine Sünden bekennst und mir zustimmst, dass du ein Sünder bist, wenn du mich bittest, deine Sünden zu vergeben, weil mein Tod deine ganze Sündenschuld bezahlt hat, dann rette ich dich. Überlegen Sie, wie klug das ist, wie weise Gott ist. Er wollte nicht, dass es kompliziert ist. Er wollte, dass es so einfach ist, dass selbst ein Kind Vergebung versteht, dass das vergossene Blut am Kreuz Bezahlung war und dass dieser Jesus vom Grab auferstand und zur Rechten des Vaters sitzt.
Doch machte er noch etwas. Er sandte den Heiligen Geist, um uns zu überführen. Das heißt, um uns zu helfen, Sünde in unserem Leben zu erkennen, damit wir schon früh gerettet werden können. Ich war 12, meine Tochter war 5 und ich glaube, Andy war ungefähr 8. Denken Sie darüber nach, Ihre ewige Zukunft hängt von einer Entscheidung ab, der Entscheidung, Jesus Christus als Retter anzunehmen. Dieser wunderbare Gott wurde als Baby geboren und in eine Krippe gelegt, nicht in einem Palast. Jesus wuchs mit einer Mutter auf, die kritisiert wurde, weil es aussah, als wäre sie nicht unschuldig. Sehen Sie, was Gott alles machte, das unserer Vorstellung von Heiligkeit widerspricht? Jedes Ereignis, das Gott tat, war heilig. Jedes Ereignis war gerecht, denn so ist Gott. Er handelt nicht so, wie wir uns das vorstellen. Sein Wirken beruht auf Vollkommenheit, Heiligkeit, Gerechtigkeit, Reinheit. Sein Tun beruht auf Wahrheit. Der Bibelvers, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen, ist so wahr. Menschen können das Christsein nur verstehen, wenn sie wiedergeboren sind, wenn ihr Leben verwandelt wird. Und damit verändert sich alles, denn Gottes Wege sind anders als unsere Wege. Und die Geschichte von Jesus und seiner Geburt ist anders als alles, was wir uns ausdenken würden. Wer war Maria? Ein unscheinbares Mädchen aus Nazareth. Wer war Josef? Irgendein Kerl. Und sehen Sie, was Gott durch sie tat? Hören Sie, unterschätzen Sie nie, was Gott in Ihrem Leben tun will. Er will vielleicht durch Sie etwas tun, doch Sie denken, wer bin ich? Stellen Sie sich Marias Schrecken vor, als sie ihre Schwangerschaft bemerkte. Sie hätte wohl Todesangst gehabt, hätte Gott nicht mit ihr gesprochen. Wenn Sie versuchen, Ihr Leben der Welt anzupassen, verpassen Sie das Beste. Geben Sie Jesus Ihr Leben und sagen Sie ihm, dass er mit Ihrem Leben tun kann, was immer er will. Vertrauen Sie Jesus. Vertrauen Sie ihm Ihr Leben an. Sie werden vielleicht nie eine wichtige Arbeitsstelle haben oder berühmt werden. Doch wenn Sie ihm Ihr Leben geben, haben Sie das Beste. Wenn Sie also heute auf Ihr Leben zurücksehen, fallen Ihnen vielleicht schwere Zeiten ein, die Sie oder Ihre Eltern erlebten. Vielleicht mussten Sie ja auf vieles verzichten, was Ihre Freunde hatten. Doch vergessen Sie nicht, Gott macht keine Fehler. Keine Fehler. Er macht, was nur die Weisheit Gottes tun könnte. Er macht keine Fehler. Und wissen Sie was? Gott hat keinen Fehler in Ihrem Leben gemacht. Er hat natürlich manches zugelassen, das Ihnen nicht gefällt, das Ihnen Schmerz und Leid bereitet. Aber wenn Sie Christus als Retter annehmen, hebt er Sie auf eine höhere Ebene. Sie werden trotzdem Leid und Schmerz erleben und Gott manchmal vorwerfen, dass er Sie schlecht behandelt. Aber die Wahrheit ist, er wacht über Sie und sorgt für Sie. Wenn Sie menschliche Erklärungen für sein Wirken suchen, werden Sie es wohl nie verstehen. Er hat Sie gerettet. Niemand kann sagen, ich weiß, warum Gott mich gerettet hat. Nein, das können Sie nicht. Sie verstehen vielleicht, was bei der Errettung geschieht. Aber was ist mit Ihrem Nachbarn? Warum hat Gott Sie gerettet und nicht ihn? Einige Ihrer Freunde und Kollegen sind nicht gerettet, obwohl Sie ihnen von Jesus erzählt haben. Wir brauchen alle diesen auferstandenen Christus, in einer Krippe geboren, den Seinen ein Fremder, wie es in einem Lied heißt. Sie verstanden es nicht. Weihnachten feiern wir also einen mächtigen, liebenden Gott, der auf eine Weise wirkt, die wir nie ganz verstehen werden.
Er nahm dieses unbedeutende Mädchen aus Nazareth und diesen Kerl, Josef, und machte etwas Wunderbares in ihrem Leben. Und seitdem verändert Gott durch Jesus Leben. Wenn Sie kein Christ sind, haben Sie das alles vielleicht nicht verstanden. Aber Sie werden es nur verstehen, wenn Sie es verstehen wollen. Wenn Sie zumindest bereit sind, einzusehen, dass dieser Jesus die Welt verwandelt hat. Dieser Jesus ist nicht wie ein anderer Mensch. Dieser Jesus ist der Weg zu Gott. Und Sie werden nie einen berechtigten Grund finden, Jesus abzulehnen, denn er war vollkommen. Wer sonst würde für Ihre Sünden ans Kreuz gehen? Nur Gottes Sohn. Wer sonst würde Ihnen alle Ihre dreckigen Taten und Gedanken vergeben? Nur Gottes Sohn. Sie wählen entweder Jesus und seine Vergebung, oder Sie werden eines Tages von Gott für Ihren Unglauben und Ihre Sündhaftigkeit gerichtet. Wenn Sie bereit sind, ein Kind Gottes zu werden, indem Sie Ihre Sünden bekennen und Ihr Leben Jesus geben, bleibt Ihr Name im Buch des Lebens. Ganz gleich, was Ihnen von diesem Moment an geschieht. In der Bibel steht, den Körper verlassen, daheim sein beim Herrn. Doch wer ohne Christus stirbt, wird gerichtet. Nehmen Sie dieses wunderbare Weihnachtsangebot an. Und vergessen Sie nicht, es gibt keinen anderen Weg, gerettet zu werden. Der einzige Weg ist eine Neugeburt, ein Leben, das von Gott verwandelt wird. Ich weiß nicht, was Sie glauben, aber es hat zur Folge entweder Jesus oder ewige Trennung von Gott. Und überlegen Sie, wie geduldig Jesus mit Ihnen gewesen ist. Das Klügste, was Sie tun können, wenn Sie Christus noch nicht als Retter angenommen haben, ist, Jesus Christus um die Vergebung Ihrer Sünden zu bitten. Geben Sie ihm Ihr Leben und er wird Ihre ewige Zukunft ändern. Wir sind durch Gottes Gnade, durch Glauben gerettet. Amen. Vater, wir danken dir, dass du es nicht auf unsere Weise machst. Danke, dass du es auf deine Weise machst. Danke für Gnade, Liebe, Barmherzigkeit und Freundlichkeit. Du schüttest das alles einfach Tag für Tag in unser Leben. Danke für die Kreuzigung und Auferstehung Jesu. Und danke, Jesus, dass du versprochen hast, eines Tages wiederzukommen und uns zu dir nach Hause zu holen. Ob wir davor sterben oder den Tag erleben, an dem Jesus mit seinen Engeln vom Himmel herabkommt, um seine Kirche zu holen, wir wollen heute einfach sagen, Jesus, wir lieben dich. Wir verstehen nicht alles, aber wir lieben dich. Wir beten dich an und wir bitten dich, so in unserem Leben zu wirken, dass alle, die uns treffen, Jesus Christus begegnen, in dessen Namen wir beten. Amen.